Was mache ich da? Ah, hi Leute! Yoshi an alle, die sich angucken. Ja, ich bin Poseidon und wir let's playen Legend of Zelda auf den Nintendo Classic Mini. Und da, wir haben in der letzten Folge fast schon den Boss besiegt. Aber wir müssen was so in einem Bomben-Upgrade. Damit ich nicht immer nur von 8 Bomben abhängig bin. Hey, nachher trifft man auf, ja, auf 4 oder auch sogar auf 5 Dodongos. Und die wollen alle gefüttert werden. Ja, anders kann man ja die ja nicht besiegen. Ach ja, und der Gegner hier, also der Bossgegner, war ein sogenannter Igel, Seeigel. Oh cool, ich kann schießen. Sagen mit ein Auge in der Mitte. Hm, Nintendo hat es bei Zelda irgendwie mit den Augen, oder? Ich meine, Goomba. Der taucht übrigens auch hier auf. Welche Überraschung. Dann der Degonja und. Allgemein, es gibt so viele Gegner mit Augen. Also, die ein Auge haben. Hm. Ja, soll noch halt unheimlich aussehen. Hier rein? Hm. Ja. So. Ich werde überlegen, soll ich da noch mal eine Bombe nehmen, habe ich nicht schon eine Bombe überlegt. I bet you like to have more bombs, okay. Jetzt kann ich 12 Bomben tragen. Ist das nicht geil, Leute? 12 Bomben! Also 4 Bomben mehr. Ich glaube, wir können bis 16 Bomben tragen. Nur noch zu schön im Wasser sein. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Aber das wäre auch irgendwie arschig. Ich meine, man reißt einfach den Arsch auf, um hier den Geheimgang zu erreichen. Und dann stellen wir fest, hier hat es eine Bombe an die Wand gelegt. Dann wärst du auch da hingekommen. Das ist dann wär sowas von arschig. So nach dem Motto, in your face, bitch. So, bin tot. Ach, die sind jetzt auch noch erstmal weg. Hm. Also, es macht mir recht random. Wie auch sei, ich will hier raus. Ich habe keinen Bock mehr hier. Aber ich sollte vielleicht mal wieder noch ein bisschen Biene farmen oder grinden oder. Weil sie werde ich nicht immer gebrauchen. Nämlich, wenn like mein Schild wegfrisst, wenn ich Medizin brauche und so weiter und so fort. Und auch Bomben und so. Okay, dann wollen wir mal das Besondere der Flöte zunutze machen. Achtung, gleich soll ich wieder da. Das Besondere? Tja. Wunderschöne Melodie und kommt ein Wirbelsturm, der uns davonträgt. Und. Du solltest uns zu einem anderen Dungeon bringen. Danke. Und nicht zurück zu den anderen Dungeon. Ja, das ist das Geile an der Flöte. Sie teleportiert uns zu den vorigen Dungeon. Und damit. Und so kann man so sagen, nur viel Lauferei ersparen. Also schon damals hat Nintendo weit gedacht. Ich war jetzt zum dritten hin. Ach du Scheiße. Fällt mir gerade was ein, Leute. Ich brauche mal wieder Medizin. Och, wir haben noch eine Medizin. Aber ich muss noch was anderes holen. Wir gehen gerade wieder zur Dungeon Nummer 6. Und
Und ja, und werden dann ein bisschen mal wieder Rubine farmen. Und weil sonst nur man nicht anders übrig bleibt. Ich brauche nämlich jetzt wieder was, ein Item, was ich kaufe. Okay, Item ist es ja nicht. Item ist ja eigentlich ein Gegenstand. Aber was wiederholen, ist ja mehr was zu essen. Wir müssen uns nämlich einen Köder holen. Köder. Nee, Köder. Aber ich muss ein bisschen aufpassen, was ich so sage. Ich sage es nur Graffin. Sehr nützlich. Also das ist wirklich, was sag ich mal, ein Negativpunkt zu Legend of Zelda, dieses mühselige Grinden halt. Also, allerdings, ich muss sagen, Link's Awakening ist da in diesem Punkt schlimmer. Aus dem einfachen Grund, das kann ich euch sagen, man braucht ja einen Bogen. Um halt da bestimmte Gegner zu erledigen, die man erledigen muss, um weiterzukommen. Das Problem ist, der Bogen kostet etwa 980 oder 80, also oder 890 Rubine. Ja, und das Gemein ist mühselig. Und später wird man mit den ganzen Rubinen dahergeschmissen. Ernsthaft, Leute. Jetzt gehen wir hier hin. Das ist auch wohl eine Quelle. Was hat es mit dieser Quelle auf sich? Tja, Leute, das wird jetzt erfahren. Wir spielen den kleinen See etwas vor. Und Ebola. Ups. Oh. Das ist ja schon 7. Level. Hoppla. Da können wir auch gar nicht hin. Ja. Okay, da habe ich mich jetzt so vertan. Ich dachte, es wäre Nummer... Ah, jetzt weiß ich, wo Nummer 6 ist. Das ist da... Das ist da am Friedhof, in der Nähe des Friedhofs. Ja, man kann sich doch vertun. Entschuldigung. Es ist irgendwie so einfach, Gegner zu erledigen, wenn man schießen kann. Okay. Na. Hoffentlich ist nicht einer, den jetzt bezahlen müssen. Ich habe es irgendwie nicht begriffen, wie das so funktioniert. Und ich will es eigentlich auch nicht verstehen. Einfach aus dem Grund, weil ich davon nichts halte. Das habe ich mir schon mal gesagt. So. Ich frage mich, wie oft Leute hier beim ersten Mal einfach die Höhle ignoriert haben und sich gewundert haben, warum Link kein Schwert hat. Also dieses so, warum kann sich Samurai... Samurai. Wieso kann Samus Aran sich nicht kriechen? So, da war doch mal was, wo einer ja Metroid gespielt hat und sich gewundert hat, warum die liebe Samus sich nicht bücken oder kriechen konnte. Naja, weil sie es nicht brauchte. Weil wenn sich nämlich diese komische Kugel konnte, sie zieht sich an der Kugel. Ah, da wollen wir hin. Nein, also... Okay... Das Offensichtliche sieht man sehr gerne. Übrigens, das mit diesen Höhlen da, also mit diesen Teleportgängen, haben leider den Nachteil,
dass sie, ja, wie soll ich sagen, random sind. So. Was hab ich hier gekriegt? Oh. Ja, ich hab mich, also habe ich mich doch noch erinnert. Ich habe mich also doch richtig erinnert, dass im sechsten Dungeon diese Zauberer waren. Und diese Schüsse könnten wir nicht abwehren, wenn wir mit dem magischen Schild nicht hätten. Also aufgepasst, wenn irgendwelche like-like sind. Ein Ätzel, Eyes of Doom. Okay. Dezenter Hinweis, wie ich halt den Buber zu übersehen kann. Ja, wie gesagt, der taucht hier auch auf. Und die teleportieren sich auch gerne. Und es gibt natürlich auch blaue davon. Alter, wie gut, dass ich das bessere Schwert geholt habe. Oh, das war Master gewesen. Oh, schön. Alter, ich will mal Master Schwert sagen, aber es ist nicht das Master Schwert. Das gibt's nicht mehr. So. Und ich habe Hunger. Wieder mal. Naja. Ach, ich kann die also nicht abwehren, ne? Also die Schüsse oder wie war das? Schnell durchbrennen. Oh nein! Oh nein, 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 nein. Ich muss die erstmal erledigen, die Zauberer. Oh nein, nicht diese Like-Likes. Nicht die Like-Likes. Ich hab doch gesagt, das ist wirklich... Das ist wirklich... Na toll, jetzt kann ich das Schwert nicht ziehen. Das ist eine Albtraumsituation. Und hier diese Leichleis, die Zauberer an und dann diese verdammten Teufelsfeen. Das ist eine Scheißsituation, Leute. Alter, ich habe gerade einen Schock fürs Leben gekriegt. Alter. Scheiß die Wand an. Ich glaube, ich werde mal lieber speichern. Ja, so sieht das eigentlich aus mit Speichern. Alter, weil wenn sich jetzt die auch mein Schild wegpressen, dann kann ich jedenfalls wieder anfangen. Also, ja, Alter. Das darf doch nicht wahr sein. Tauchen diese verdammten Like-Likes rauf mit den Zauberern. An. Und danach zu diese verdammten Antifeen oder Teufelsfeen. Und wie ihr seht, die Blauen können auch sich so hin und her switchen wie Gummitwist. Oh, dafür kriege ich einen blauen Rubin. Oh, wie gnädig von euch. Hä? Ach ja. Ach ja, ich hab's ja gesagt. Der Typ taucht ja normal auf. Als ich gesagt habe, der taucht noch mehr auch mit Köpfen auf, dann war das nicht übertrieben, Leute. Alter, mache ich jetzt so einen Schaden oder? Alter, was soll das denn? Mach Schaden! Ja. Okay, danke. Alter, taucht der nochmal auf? Taucht das blöde Viech nochmal auf? Ich glaube, es hackt.
Für wen haltet ihr euch? Das kann ich sicher einschätzen. Was haben wir hier? Okay. Ich sollte vielleicht auch nicht immer so zuschlagen, sondern auch mal blocken. Wäre vielleicht keine so schlechte Idee. Und die werden auch nicht zurückgeschleudert, diese scheiß Zauberer. Oh, den Zauberstab! Yeah, jetzt können wir zurückschlagen. Und das Gute ist, wir können damit auch die Like-Likes bekämpfen, während unser so eine Teufelsfee angetatscht hat. Ja, machen wir jetzt auf Zauberer. Ach, Hallöchen, Leute. Ups. Naja, aber jetzt würde ich nicht den Speicherpunkt laden, Leute, weil... Ja. Ich meine, ich habe den Zauberstab. Ich habe mein Schild noch. Und ich habe 76 Rubine und kann mir damit mehr einen Heiltrank holen. Hoffentlich bringt mich auch die Flöte auch wieder dorthin. Ja, also wie der Weg dahin laufen muss. Es ist recht total random. Ohne Worte. Bringt mich in den bringt mich doch bitte in den dritten Dungeon. Also zum dritten Dungeon meine ich, in den dritten Dungeon. Ach übrigens. Wenn man das in der die Flöte betätigt hat, dann geht man einfach runter und man wird da nicht davon getragen. So. Zauberer, Like-Likes und diese Teufelsfeen oder Antifeen. Ja, und senk deine Deckung und lass dich bespucken. Und jetzt hat ihr auch übrigens gesehen, wie es aussieht, wenn man eigentlich so speichert. Also, so. Also nicht vom Spiel aus, sondern halt von den Nintendo Classic Mini. Wow, hab ich ausgewichen. So. Einmal Medizin. So, dann gehen wir mal kurz zu viel, lassen uns heilen. Ja, Bomben. So. Was ich aber auch so gut finde, ist, dass sie bei den anderen, also bei den späteren Zelda-Teilen es so gemacht hat, dass man, wenn man spezielle Items braucht, wie zum Beispiel Bomben, dass die vorigen Gegner, die Vasen und sowas auch das haben. Das finde ich echt gut. Dann braucht man sich nicht immer jedes Mal rausgehen und dann das alles holen, also. Das haben sie jedenfalls erledigt. Wollen wir mal sehen. Nein. Spiel mir die Flötentöne.
War ja klar, dass jetzt die Zeit vorbei ist. Okay, ich versuch's nochmal. Lassen wir es dann, Leute. Also gut. Entweder das... Man muss erstmal den Dungeon geschafft haben, oder das ist wirklich total random und... eine reine Blödsache. Also, sieh mal deine...